ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute nicht um mein Hochzeitstagebuch, sondern um die Favoriten, die ich so im Mai hatte, sprich alles rund um Beauty, Pflege und einen Non-Beauty-Favoriten habe ich. Fange ich direkt mal im Gesicht an. Und zwar hatte ich bis vor kurzem noch das Nivea Waschgel, was ich ziemlich bescheiden fand. Ich bin zurückgekehrt zu dem, was ich davor immer hatte, und zwar dieses hier von AOC. Ihr seht es, da steht drauf, reine Haut ab 20. Da bin ich schon lange dran vorbei an dieser Zahl. Ich habe jetzt gesehen, es gibt im Supermarkt oder generell gibt es wohl auch ein Waschgel von AOC für die Haut ab 30. Da wäre ich dann in der richtigen Kategorie. Allerdings weiß ich nicht, ob sich da so ein großer Unterschied auftut in der Pflege. Ich finde das hier ziemlich gut. Mit weißem Tee und Ginseng-Extrakt, whatever, es funktioniert prima. Wenn ich viel Make-up drauf habe an dem Tag, dann mache ich die Haut generell abends erstmal sauber mit noch einem Abschminktuch, bevor ich dann hier mit drüber gehe. Morgens reicht mir das vollkommen aus. Sehr angenehm, schäumt ganz gut und ja, gutes Produkt fürs Geld. Als nächstes bleiben wir noch ein bisschen im Gesicht, bin ich beim Thema Tagescreme. Ich habe relativ ölige Haut so auf der Stirn, Nase und Kinn und meine Wangen sind jetzt nicht unbedingt super trocken, das heißt, die sind da ganz pflegeleicht und somit orientiere ich mich eher daran, was meine Problemzonen so benötigen und die benötigen nicht viel an Fett. Und ja, ich brauchte trotzdem natürlich eine Creme, die für mein Make-up irgendwie passt. Und ich hatte jetzt eine Reihe von Creme-Pröbchen über die Pinkbox, über die Glossybox, über Zeitschriftenpröbchen und was man sonst noch so bekommt. Ich bin aber auch bei dem Thema wieder zurückgekehrt zu einer Creme, die ich schon mal hatte, mit der ich gut klargekommen bin, und zwar von The Body Shop. Diese hier, die Seaweed Mattifying Day Cream, ist eher wie so ein Gel, ich mag es jetzt nicht aufmachen, ehrlich gesagt. Die ist eher so ein bisschen wie so eine Gel-Konsistenz und okay, ich muss zugeben, wenn man sie drauf macht und sie kurz trocknet, dann riecht es ein bisschen nach Seaweed, also nach Algen. Aber das finde ich ehrlich gesagt nicht schlimm, das vergeht auch ganz schnell und danach habe ich ja eh das Make-up drauf, von daher, ich merke dann den Geruch sowieso nicht mehr. Und für mich passt die sehr gut, weil die eben wirklich nur ganz leicht pflegt und schnell einzieht, was ich morgens halt brauche. Wenn ich mich fertig mache fürs Büro, habe ich keine Zeit, dass die Creme lange braucht, um einzuziehen. Und ich finde halt auch für den Sommer ist das total angenehm, weil im Sommer möchte man, glaube ich, generell nicht so gern fettige Creme benutzen. Darum ist das mein absoluter Favorit. Und nochmal zum Gesicht. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt hier mit der Haut unter den Augen. Die wurde irgendwie relativ schnell trocken. Ich bin mir nicht sicher, ob es von der Clinique All About Eyes Eyecreme gekommen ist, mit der bin ich eigentlich sehr gut zurechtgekommen. Oder ob es daran lag, dass ich vielleicht ein bisschen viel an Concealer und der Löscher und sonstigen Aufhellungsprodukten benutzt habe, dass das die Haut ein bisschen ausgetrocknet hat, weiß ich nicht. Aber ich habe mich jetzt für ein hochwertigeres Produkt entschieden und zwar wollte ich ganz gerne von Origins oder Origins, wie auch immer, eine Augencreme benutzen, da habe ich sehr viel Gutes drüber gehört. Ich habe mich dann bei Douglas beraten lassen. Ich glaube, die Verkäuferin war total glücklich, dass sie endlich mal jemanden hatte, dem sie all ihr Wissen über Augencremes preisgeben konnte. Dann wollte sie mir noch irgend so ein Produkt anreden von einer Marke, die mir gar nichts gesagt hat. Und das fand sie ganz toll. Das war so ein Kombinationsprodukt für abends und morgens. Aber ich habe gesagt, nee, mir reicht ein Produkt abends, morgens ist mir eigentlich Schnuppe für die Augen. Ich habe da nicht so den Pflegebedarf, ich brauche nur ein hochwertiges.
Und so ist es geworden, die Origins A Perfect World for Ice. Die hat, ich glaube, so um die 39 Euro gekostet, aber die ist auch mit weißem Tee und ähnlich wie meine Tagescreme eher so eine leicht gelige Konsistenz. Und was ich eigentlich absolut überzeugend fand, war, dass die in so einen Pumpspender kommt. Und das finde ich gerade für die Augenpartie extrem wichtig, dass man da hygienisch arbeitet. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem von der Klinik All About Eyes. Die wurde zum Schluss, glaube ich, ein bisschen oll. Und hier mit dem Pumpspender komme ich ganz super zurecht. Ich brauche wirklich nur ein ganz klitzekleines Tröpfchen. Das mache ich mir morgens und abends immer hier so ein ganz kleines kleines Tröpfchen auf den Handrücken und dann verteile ich das so links und rechts. Und das reicht schon. Die zieht sehr schnell ein, ist sehr angenehm und bis jetzt, also es ist weggegangen hier, diese trockene Stelle unterm Auge und ich kann jetzt auch wieder ein bisschen Concealer und Produkte benutzen. Hilft mir sehr gut. So, dann hatte ich, bleiben wir noch beim Gesicht, sorry. Hatte ich eine Werbung gesehen von Art Deco. Die haben irgendwie so eine neue Sommerkollektion raus. Und da habe ich zugeschlagen bei einem Rouge. Und zwar sieht das so aus. Das nennt sich Bronzing Glow Blusher. Limited Edition. Vielleicht so nochmal. Das soll man besser sehen. Was ich ganz cool finde hier, es ist leicht schimmernd, es ist nicht glitzernd. Das finde ich schon mal sehr gut, weil für den Tagesgebrauch kann ich glitzernde Sachen nicht so haben. Und halt diese Unterteilung in diese verschiedenen Farbigkeiten. Also einmal so ein Aprikoton, einmal eine Ecke, wo mehr so pink-rosa ist und eine Ecke, die mehr ins Bräunliche geht. Und für mich ist das wirklich perfekt. Ich habe mir so einen neuen kleinen Rouge-Pinsel gekauft und da kann ich ganz genau überlegen, möchte ich heute lieber so in die Aprikot-Richtung oder ein bisschen mehr mit Pink und kann das dann mischen oder wirklich nur die einzelnen Partien mir so rausarbeiten. Und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Ist, glaube ich, für diesen Sommer mein absolutes Lieblingsprodukt. Sieht von außen so aus. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das schön findet oder eher wie alte Frau. Ja, weiß ich nicht. Ich finde es ganz okay. Weg vom Gesicht. In der Glossy Box war diesen Monat dieser Body Balsam von Neutrogena. Sorry. Body Balsam mit Nordic Berry aufbauende Pflege von Neutrogena. Sehr komplizierter Produktname. Norwegische Formel, genau, das ist diese Geschichte, die, glaube ich, immer auf den Handcremes drauf ist. Mit Vitamin E. Anscheinend braucht meine Haut das. Ist richtig Body Balsam, wie der Name schon sagt, ist wirklich ein bisschen fester als eine Body Lotion. Ist es mehr so dickliche Konsistenz. Riecht super lecker, lässt sich auch sehr schön verteilen. Zieht trotz der dicklichen Fettigkeit schnell ein und hält dann auch wirklich den ganzen Tag. Das ist was ich halt richtig gut finde, wenn ich mich morgens dusche und fertig mache. Und manchmal ist es so, wenn ich dann nachmittags im Büro sitze und im Büro ist die Luft sehr trocken, dann merke ich dann, dass an den Armen die Haut wieder so ein bisschen rau wird oder so schuppig, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann ärgere ich mich immer, dass ich eine Bodylotion habe, die anscheinend nicht für den ganzen Tag reicht. Und bei diesem Gerät hier funktioniert das prima. Die weiß ich noch nicht, ob die sich für den Sommer so eignet, ehrlich gesagt. Weil da ist sie mir dann vielleicht doch ein bisschen zu fettig, wenn wirklich mal endlich mal heiße Sommertage kommen. Aber bis dahin muss ich sagen, auf jeden Fall ein Tipp von mir. Hätte ich sonst nie irgendwie nachgesucht im Supermarktregal und da bin ich sehr zufrieden mit. Dann habe ich noch ein Produkt für die Haare.
Und zwar habe ich im Moment ein bisschen Probleme damit, dass ich so viele kleine frisselige Härchen habe. Entweder abgebrochen oder nachgewachsen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich so viele kleine so Babyhaare und irgendwie habe ich das Gefühl, da muss ich schon aufpassen, dass ich die gut pflege, weil wenn die mal länger werden und dann kaputt werden oder schon kaputt länger werden, das, wie auch immer, ich muss sie auf jeden Fall pflegen. Und deshalb ist mein Liebling in dem Bereich von John Frieda dieses Root Awakening der Conditioner. Da bin ich sehr zufrieden mit. Da ist, glaube ich, so ein bisschen Minzextrakt oder sowas drin. Ist für trockenes bis normales Haar. Hier mit natürlichem Eukalyptus. Das ist das, was den Geruch auch ausmacht, glaube ich. Ja, also ein Hauch von Eukalyptus kann man da riechen. Sehr angenehm. Und das hier ist wirklich also so mein heiliger Gral, möchte ich fast behaupten, weil es schafft, dass meine Haare angenehm gepflegt sind und sich leicht kämmen lassen und trotzdem ich das halt im oberen Kopfbereich, also direkt an der Kopfhaut auftrage, sind meine Haare nicht schnell fettig mit dem Produkt. Und das ist für mich halt auch so ein bisschen Problemzone, dass die Haare so nach anderthalb Tagen wirklich dann auch schnell dazu tendieren, fettig zu werden. Und das mag man natürlich nicht. Und ja, mit John Frieda, mit diesem Produkt bin ich sehr zufrieden. So, das war ganz viel Beauty. Und jetzt habe ich noch ein Produkt, was ich empfehlen möchte. Und zwar ist das ein kleiner Snack, den habe ich beim DM entdeckt. Und zwar dieser hier, ist schon leer gefuttert. Ich weiß nicht genau, die Marke heißt Na Nature Addicts, N-A. Und hier steht gar nicht drauf, wie das Produkt an sich jetzt heißt. Aber ihr seht es hier. Das ist so ein kleiner, wie so ein kleiner Müsli-Riegel. In dem Fall Himbeer, Apfel, Haselnuss, Mandel Geschmack. Und muss ich sagen, super lecker. Total gut. Nicht so mega süß wie Corny und auch nicht so sipschig. Sehr lecker. Die könnte ich eigentlich jeden Tag essen. Stehen hier irgendwelche... Ah ja, genau. Also 100 Gramm haben 365 Kalorien. Es ist also kein unbedingt leichter Snack. 5,8 Gramm Fett. Ja, also es ist kein leichter Snack, deshalb esse ich davon auch nicht jeden Tag eins. Aber die wollte ich einfach mal empfehlen, weil ich fand die sehr, sehr lecker. Und die gibt es auch noch in einer anderen Geschmacksrichtung. Da habe ich aber den Unterschied geschmacklich jetzt nicht so herausgefunden, ehrlich gesagt. Schmecken beide sehr lecker. Und ja, das war's. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Favoriten habt, für Waschgel oder Conditioner. Das würde mich interessieren, weil da bin ich immer offen für Tipps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!